Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Es geht um den Wohnmobilisten-Stellplatz am Klosterberg in Tangermünde. Wir sind hier in der Kaiser- und Hansestadt Tangermünde, ich muss noch mal überlegen. Und dieser Stellplatz, den ihr hier seht, der hat Platz für 30 Wohnmobile und kostet sage und schreibe 8 Euro am Tag. Was der Platz noch so zu bieten hat, das zeigen wir euch jetzt in einem kleinen Rundgang. Ja, und in diesen Kosten von dem Platz sozusagen ist der Strom mit enthalten. Ich zeig das mal so. Das heißt, es gibt keine Zahlstation oder sowas, sondern die sind halt damit drin. Man hat normale 12 Volt Schoko-Stecker als auch den europäischen, der bei uns da hinten ist. Je nachdem, wo man dann halt am Platz steht. Aber Vorteil, man kann auch die ganz normalen 32 Volt Schoko-Stecker nutzen. Dieser Platz hat einen minimalen Nachteil. Das sind die Latichten, die ihr dort seht. Sie sind mitten auf den Plätzen und sind die ganze Nacht an. Also wenn man sich gut verdunkeln kann, merkt man das natürlich nicht. Aber wenn man Probleme mit der Verdunklung hat, dann hat man natürlich das Problem, weil die Laternen halt die ganze Nacht an sind. So, das ist der gute Zahlautomat. Man kann hier lösen 24 Stunden oder 48 Stunden für 8 oder halt 14 Euro. Für die, die es modern haben, mit Karte ist möglich, als auch sogar kontaktloses Bezahlen, also via zum Beispiel Apple Pay oder Amazon Pay, Google Pay, so heißt es genau. Und was sie hier auch hinweisen, ist aktuell, da Bauarbeiten hier sind nebenan, dass es vielleicht auch mal ein wenig in der Woche lauter werden kann. Bei Defekt, habe ich noch vergessen zu sagen, soll man die Parkscheibe benutzen. So, Mülltonnen kann man auch sehen. Die stehen hier am laufenden Meter, wollte ich sagen. Also gut, viel. Also 8 Mülltonnen hat man hier auf jeden Fall. Ja, also 4 zu dieser Seite, 4 zur anderen Seite. Also ausreichend. Aber das ist nicht das Einzige, was dieser Platz hat. Jetzt würde man sagen, ja, das ist ja schon eine Menge. Nein, sie haben hier ein bisschen mehr. Ja, die haben also, wie gesagt, Strom, Müll, alles wunderbar. Und jetzt muss man einmal drehen, was ein bisschen irritierend ist, weil hier eine Absperrung ist. Aber man muss also über die Straße fahren. Und dann hat man dort hinten eine Fähr- und Entsorgung und da gehen wir jetzt mal hin. Ja, ihr müsst halt über die Straße von dem Wohnmobilistenplatz auf diesem Parkplatz hier fahren und dann habt ihr hier die Fähr- und Entsorgungsstation und dazu muss man sagen, alles kostenlos. Das heißt, mit den 8 Euro, die ihr da drüben bezahlt, habt ihr das immer mit drin und selbst wenn ihr ihn hier einfach nur mal entsorgen wollt und Frischwasser sogar auftanken wollt, gibt es das alles hier an dieser Station. Was ist jetzt noch das Besondere an dem Platz? Dort ist eine schöne Mauer. Zwei
maximal 3 Minuten und ihr seid in der Innenstadt von Tangermünde. Also so nah kommt man wirklich selten an die Plätze. Das ist richtig, richtig gut gemacht. Und wenn ich das überlege, eine Nacht 8 Euro, zwei Nächte sogar nur 14 Euro. Also, liebe Leute, das ist richtig gut günstig und von der Stadt Tangermünde richtig gut gemacht. Dafür gibt es mindestens 2 Daumen. Stefan seine 2 Daumen auch noch mehr. Dann machen wir die 10 noch dazu, aber mindestens 6 Daumen. Und eins muss ich noch hinzufügen, es gibt oberhalb, also sprich diese 2 Minuten Fußweg, gibt es noch eine öffentliche Toilette, die kann man dann auch noch benutzen. Zwar nur in bestimmten Zeiten, die stehen dran, das weiß ich jetzt gerade im Kopf nicht, aber zumindest ist tagsüber diese Toilette auch in den Wintermonaten geöffnet und kann genutzt werden. Und auch an der Stephanskirche, die ich, ist ja hier bekannt hier in dem Ort. Das auch ist dort ist nochmal eine öffentliche Toilette. Also sie tun hier wirklich was für die Touristen. Also kann das man ist auf der erkannt. Anderen Seite der Fußgängerzone. Das war das kleine kurze Video zum Stellplatz am... Ich habe das schon wieder vergessen. Kloster. Klosterberg, so heißt er, mein Gott. Genau. Also Stellplatz am Klosterberg, wie gesagt, 8 Euro die Nacht, 14 Euro für 2 Nächte. Du hast Strom kostenlos dabei. Fähr- und Entsorgung gibt es ja auch am Platz. 3 Minuten bis in die Innenstadt von Tangermünde. 5 bis 10 Minuten bis zur Tangermündung in die Elbe. Also ihr habt hier richtig schöne, die Elbauen habt ihr hier. Also es ist ein richtig schöner Platz, ein richtig schöner Ort. Es lohnt sich hier nach Sachsen-Anhalt zu kommen, hier nach Tangermünde. Das würden wir euch sehr, sehr empfehlen. Und um das auch noch Nachdruck zu verleihen, seht ihr im Abspann ein paar schöne Aufnahmen aus der Innenstadt. Vielleicht animiert es euch, hier einfach mal herzugehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch, also liken. Ja, teilen vor allen Dingen, damit es auch so viele wie möglich davon was haben. Dann abonniert gerne unseren Kanal und vergesst das Glöckchen nicht zu klingeln, weil was bedeutet das, Stefan? Ja, das bedeutet, dass wenn ein neues Video von uns online geht, dann werdet ihr darüber informiert. Ja, und das ist auch eine tolle Sache, weil mal kommen wir auf Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Also jeder Tag könnte möglich sein. In diesem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Reise. Genießt die Zeit, die ihr mit euren Camper, mit euren Van unterwegs seid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei unserem Kanal. Kreuzfahrtbulli. Ciao, ciao. Tschö. Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Es geht um den Wohnmobilistenplatz, Stellplatz. Verdammt, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Was soll man da machen?